Hallo liebe Kinder, ich bin's wieder, Theresa. Und ich freue mich, dass Hilde heute da ist. Na, wie geht's? Guten Morgen, mir geht's gut. Und dir? Auch ausgezeichnet, denn wir machen heute wieder zusammen ein Sprachspiel. Und dafür liegen hier einige Begriffe. Kannst du die gut sehen? Ja, die kann ich gut sehen. Und ihr Kinder, könnt ihr die auch gut sehen? Ich sage euch jetzt nämlich immer einen Satz und ihr müsst gucken, ob ich den richtig sage oder vielleicht die Farbe falsch sage. Wenn ich die Farbe falsch sage, kannst du mich darauf aufmerksam machen und ganz laut die richtige Farbe rufen. Das kriegen wir hin, oder Kinder? Bock, bock! Okay, dann geht's los. Unser Schäfer hat einen weißen Hund. Schwarz. So schnell gesehen? Ja, der ist ja auch ganz groß, der Hund. Sehr Außerdem, gut. Nach Hunden muss ich immer gut gucken. Aha, das verstehe ich gut. Dann kommt das nächste. Das Tuch wird von einer roten Klammer auf einer Leine gehalten. Blau, Theresa, die Klammer ist blau. Bock, bock. Super gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Hier ist die blaue Klammer. So, dann machen wir noch zwei. Also, gut zu hören. Auf einmal stürmte das riesige graue Wildschwein aus dem Wald. Hörst du denn die Kinder nicht rufen? Die rufen schwarz. Genau, richtig. Das habt ihr gut gemacht, Kinder. Unser Wildschwein hier ist doch schwarz und nicht grau. Super. Und jetzt noch eins? Ja. Auf dem großen Käse knabbert eine kleine weiße Maus. Gelb, Theresa, gelb. Sehr gut gesehen. Die Maus ist gelb. Und ich sag Tschüss bis morgen und Dankeschön, Hilde. Gerne. Tschüss, Kinder.